Servus, ich bin der Rigo und ich trinke ein Bier. Ist ein Urlaubsbier. Cervezia Bier Gauloise. Gauloise aus Gallien, oder? Ein gallisches Bier. Und so ganz wenig gezischt. Riechen das ganz gut. Einen schönen Blub macht. Schön braun. Cervezia Bier Gauloise Brün, also braun. Brassé en Provence. Provence ist aber im Süden Frankreich. Naja, das müssen wir mal lesen können, als Schüler Französisch. Zutaten, ja, Epices, das sind Gewürze, Zucker, Hefe, Hopfen und Malz. Ja, fast Reinheitsgebot, wenn nicht der Zucker die Gewürze wären. Riechen tut's, ja, wie ein malziger Andrunk, leichte Bittere da, von der Farbe her, boah, also grün würde ich jetzt nicht sagen, das ist schwarz oder dunkelst braun, ein sehr stabiler, feinporiger Schaum, der Geruch ist jetzt relativ unangenehm. Wir riechen mal nicht so viel. Wie gesagt, der Andrunk. Leichte Bittere, leichte Malzigkeit. Süßlich, weich. Im Hauptgang. Für meine Verhältnisse relativ leer. Dieses Bittere ist immer noch da. Auch im Nachtrunk überwiegt dieses Bittere, das zwischen den Zähnen. Ja, Mittelfeld. Also da ist ja auch schon Wurst, ob Gallien jetzt in Südfrankreich oder Nordfrankreich ist. Man braucht das nicht so weit vorne für das Bier. Man kann es trinken, aber ja, vielleicht liegt es daran, so plus 5,5%. Ja, neugierig auf die nächsten Biere aus der Gegend. Für euch, servus.